Ja. Müssen wir wieder erstmal raus aus Queens und dann mal schauen, welches Schwert am besten geeignet ist dafür. Würde ich mal so sagen. Ja, machen wir gleich. Oh, hier ist eine Truhe. Graskuchen. Was macht das denn? Goros Essen. Ach, Goros Essen. Jawohl. Um 7, 26. Dann ist er ja sogar besser dran als Xiao. Ja, versteigt bei ihm. Sie steigt und steigt. So, dann nehmen wir eben kurz nochmal zu Porcha. Ja, war jetzt nur mein Trinken jetzt hier. Hat gerade irgendwas im Hals. Das ist echt nervig. So, mal zu ihm. Noch ein Leistungspulver rausholen. Und dann mal schauen, welches der beiden Schwerter. Gegenstände. Ein bisschen Waffe, Kristallmesser. Bearbeiten. So, wir brauchen mehr Fisch. Du hast keinen Fisch. Du hast auch keinen Fisch. Du hast keinen Fisch, kein Fisch. Fisch kann ich mir, glaube ich, auch gar nicht kaufen, ne? Dann würde ich sagen, sanktionieren wir einfach mal einen, der eventuell Fisch hat. Nix dann. Er hat Fisch. Gerade die Schlingwaffe, ne? Knochenreaper. Ich glaube, Sonnenbrecher, wenn wir den noch. Nein. Prachtschwert. Hat kein Fisch. Nehmen wir egal. Nehmen wir einfach die Schlangenwaffe. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal was Neues. Ganz ehrlich, mittlerweile ist es echt dumm mit den Waffen hier. Dann packen wir Fisch rein. Haben wir schon mal die Haltbarkeit auf 99 Max alles. Werden dann nochmal alles auf. Schmeißen jetzt einfach mal ein paar Sachen rein. Ja, gegen Untote. Minenbrecher. Was? Ah, mal gucken. Ja, machen wir das. So. Aufrüsten. Stufe 10. Mann, oh Mann. So. So langsam. Wie sieht's aus? Immer noch nicht genug. Ach, du willst mich doch verarschen, oder? Weißt du was? Das dauert ein bisschen zu lang. Ich werde es zum Sandbrecher machen. Ja. Hochgestuft zu Sandbrecher. Er hat tatsächlich die Sachen. So, er kann ja jetzt stärker werden. Jetzt haben wir einen besseren Sandbrecher. So, verbessern. Er kann nur in eine Richtung verbessert werden. Das heißt nur heilig. Das heißt, Heiligkugeln reinballern.
Oder haben wir hier irgendwie noch was auf heilig? Heilig, ja. Passt doch. Mal gucken. Noch irgendwas? Feuer. Wind. Was ist mit dem Granat? Nö, Feuer. So, 45 gibt es sogar noch ein bisschen extra Bonus durch das Ding. Und dann können wir das nochmal wieder aufwerten. Nee, das leveln wir. Ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert. Ach, wir haben hier noch ein Leistungspulver. Warum denn nicht? Dann werden wir doch den Sandbrecher doch nochmal aufwerten können. Vielleicht können wir es ja sogar noch mal verbessern. Aufrüsten. Ja, das ist jetzt immer noch nicht genügt. Es reicht. Ah, Feuer? Habe ich gar nicht gesehen, ich Idiot. Heilig reicht schon mal. Feuer. Aber das habe ich jetzt nicht gesehen. Da war ich jetzt blind. Naja, wir haben ja genug Feuer. Da. Ich glaube, das reicht. Gut, dann muss ich zumindest das einmal jetzt aufwerten. Sandbrecher ist gar nicht mehr so schlecht, sage ich mal. Ne? Ihr habt ja gesehen, er hat die Fähigkeit, Wasser aufsaugen. Das heißt, ich kann niemals dursten, wenn ich mit der Waffe kämpfe. Ich glaube nicht, dass der Nachfolger die Fähigkeit behält. Das glaube ich eher nicht. So, dann verschwinden wir. Ich hätte zu gern gewusst, was nämlich der obere Teil war. Das hat nicht ausgereicht. Schade. Gut, gehen wir zurück nach Queens und bauen mal den Sheriff-Sitz auf. Und ich denke mal, den Sheriff muss ich bestimmt neben King setzen. Im späteren Verlauf. Daran glaube ich sogar. Ich packe erstmal alles hier rein. Wir haben hier drei Orte. So, bauen. Jacks Laden haben wir. Joker. Wendet sich irgendwo. Ich setze ihn einfach mal hier drüben hin. So. Haben wir irgendwie mit Joker? Wir haben sogar Joker. Und wir haben. Was ist das? Nein. Wir haben ein Dach. Ein Schild. Eine Lampe. Und das war's. Gehört jemand hier noch zu? Wilders Assistent. Mädchen, Fischladen. Jay, Kings Scherke stark. Ich glaube. Der passt hier rein. Genau. So, Sheriff. Den werden wir mal hier hinsetzen. Am besten so. Dann ein Gefängnis. Ein Schild. Dann Wilder selbst und den Assistenten. Ah, da haben wir das hier. Speirohr. Haben wir das schon mal fertig. Mein Gott, was ist hier los? Fast ein Ereignis gehabt hier bei Joker. Das Gefängnis wird definitiv noch kommen. Was ist das denn? Ach, eine Markise. Ja, natürlich. Eine Markise. Okay, habe ich noch nicht. So, dann muss ich Jake mal hier fragen, was er will. Bestimmt kein Dreirad, da muss ich noch warten. Hier wird definitiv noch ein Gefängnis sein und hinter noch eine Markise. Nein, sag mir nicht, dass sie gleich dann. Oh nein, was habt ihr da? Geweihter Stein.
Das ist ja jetzt nicht deren Ernst, dass sie... Oh nee, das sieht komisch aus. Ganz ehrlich. Oh nein. Wenn das auf der anderen Seite so ist... Paradiesfrucht, sehr geil. Achso, das ist ein direkter Anbau. So, was ist mit dir? Hallo, du bist wohl nicht von hier. Aber es ist schön hier. Also mach dir es gemütlich bei uns. Ich heiße Sam. Ich bin Sheriffs Wilders Gehilfe. Es ist schön, dich kennenzulernen. Wie soll das Haus aussehen? Bitte stell meinen Streifenfahrrad nach draußen. Also du kriegst also das Fahrrad. Der hat mal kurz eine Pumpkin da hängen. So, Sheriff, wo bist du? Und ich glaube, du willst noch ein zweites Gefängnis. Das ist logisch. Und ich weiß auch, wo es, glaube ich, hingesetzt wird. Und das sieht echt pervers aus. Es sieht pervers aus. Von der Obenansicht seht ihr es dann gleich. Wenn ich mal den Sheriff gefunden habe. Der ist bestimmt mal King oder so. Kürbisflasche, sehr geil. Irgendwas noch anderes hier? Okay, das jetzt nicht. So, Sheriff. Bist du irgendwo hier? Oder muss ich auf den nächsten Arm warten? Hallo, Sheriff? Irgendwie ist die Kamera hier echt zum Kotzen gerade. Was haben wir denn hier? Tasche ist voll. Gut, dann. Paradiesfrucht geht an Ciao. So. Er hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wasser. Sie hat 6 Wasser und er hat 1, 2, 3, 4, 5, auch 6 Wasser. Das heißt, die Kürbisflasche geht an Ciao. So. Auch 7. Und die nächste Kürbisflasche geht an... Wie heißt gleich? An Goro. Wo ist der Sheriff? Wo ist jetzt der Sheriff? Na egal. Wir gehen jetzt erstmal zu Joker. Hier gibt es ja auch nochmal Patronen. Köstliches Wasser. So, Abend. Vielleicht ist er jetzt zu Hause. Keine Ahnung, wo er war. Auf Streif oder so. Da draußen ist jetzt jemand. Da läuft jemand. Wer ist das? Joker oder der Sheriff? Das sieht aus wie der Sheriff. Ich habe dich noch nie gesehen. Bist du aus einer anderen Stadt? Du bist aus Nullon. Ich habe einen Verwandten dort. Aber das erzähle ich dir ein andermal. Ich heiße Wilder. Ich bin der Sheriff von Queens. Wenn du etwas brauchst, kannst du mich immer fragen. Ich versuche immer, den Bürgern zu helfen. Okay, wie soll ein neues Haus aussehen? Diese Stadt mag zwar friedlich scheinen, aber Verbrechen kommen vor. Ich brauche mindestens 2 Gefängnisse. Ja, habe ich mir fast gedacht. Dann kann ich... das hier einmal vollenden. Ich bin gespannt. Und jetzt noch das Fahrrad. Boom. Sehr schön. Oh, wie ich es mir dachte. Ich ignoriere jetzt das Klingeln. Ich muss ein bisschen lauter schreien, vielleicht hört er es dann. Ach, komm schon. Was habt ihr da? Ernsthaft? Das ist doch jetzt nicht deren Ernst vom Spiel, oder? Das sieht echt pervers aus. Sie geht nicht auf. Oh, er ist gar nicht zu Hause. Gut. Na denn, werde ich jetzt einfach mal... Ach, 2 Fahrräder sind das. Ich habe doch gerade noch was gesehen.
Okay, doch nicht. Dann gehen wir einfach mal rein und gucken uns das Ereignis an. Hi, Doruno. Das Sheriffbüro ist ab heute wieder geöffnet. Die Sicherheit der Stadt liegt in guten Händen. Komm rein, der Sheriff wartet schon. Da bist du ja, Doruno. Du hast doch die Stadt wieder aufgebaut, nicht wahr? Was für ein großartiger junger Mann du bist. Ist das nicht toll? Ich, Wilder, stehe zu dir, zu deinen Diensten. Wenn du ein Problem bekommst, komm einfach zu mir. Mondkugel. Nie davon gehört. Tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Sheriff, Joker könnte etwas darüber wissen. Joker? Der Kristallhändler Joker? Ja, Sir. Irgendetwas ist mit ihm los in letzter Zeit. Es heißt, er rennt herum und sucht einen seltenen Kristall. Verstehe. Er ist einer von den Typen, die für Geld alles tun. Er versucht wahrscheinlich, noch mehr seltsame Waren aufzutreiben. Doruno, diese Mondkugel ist doch eine Art Kristall, oder? Joker könnte etwas darüber wissen. Du solltest zu ihm gehen. Was? Du kennst Joker noch nicht? Verstehe. Okay, überlass es mir. Sam? Jawohl, Sir. Einen kleinen Moment, bitte. Beeil dich bitte. Hier, bitte. Danke. Nimm das mit, Doruno. Wenn du das mitnimmst, solltest du Joker treffen können. Durchsuchungsbefehl. Geil. Bis dann, Doruno. Pass auf dich auf. Ich bin voll. Wir werden erstmal das hier machen. Und den einfach mal hier reinziehen. So. Dahinter habe ich was gesehen. Angriff plus 2. Wie soll die Stadt aussehen? Keine Sorge, ich habe King nicht aus den Augen gelassen. Wenn so etwas passiert, kann ich sofort eingreifen. Haha, wie ich schon es dachte. Behalte King im Auge, das sagt der Sheriff immer. Ich hoffe, dass er bald auffliegt. Ich hab's gewusst, er muss neben King sein. Das ist irgendwie ein bisschen, das ist das einzige Logische gerade hier. Okay, Joker ist ein Kristallhändler, das ist eigentlich verdammt geil. Weil wir dann nämlich hier hinrennen können und Kristalle kaufen können. So, Durchsuchungsbefehl. Sie geht nicht auf. Wahrscheinlich brauche ich noch eine Markise. Wer weiß. Erstmal momentan nicht zu Hause. Oder ich muss ihm im Frack begegnen. So, das war's eigentlich auch hier, ne? Ja. Fischladen kommt noch. Kings Versteck, Jokers Haus, Jacks Laden, ist alles eine Straße. Die Bäume könnte ich eigentlich nur noch machen, aber das mache ich später. Gut. Eine Straße, wofür, ey? Muss ich mal schauen, wie ich das mache.